qualmen, was das Zeug hält, mitten in der Bar. Schluss mit Feuer und Aschenbecher. Geraucht wird elektronisch. Sieht aus wie Zigarettenrauch, ist aber bloß Wasserdampf, die E-Zigarette. In vielen Formen sind solche E-Zigaretten mittlerweile im Handel. Funktionieren tun sie alle gleich. Ein Akku liefert den Strom, darauf geschraubt der sogenannte Verdampfer. Er enthält eine nachfüllbare, aromatisierte Flüssigkeit. Soll die Nikotin enthalten, muss man sich im Ausland bedienen. In der Schweiz ist der Handel mit solchen Flüssigkeiten verboten. Der Druck auf den Knopf lässt die Flüssigkeit verdampfen. Echtes Rauchgefühl für manche, verbunden mit vielen Vorteilen. Ich schnaufe viel besser, ich huste nicht mehr am Morgen. Und etwas vom Allerschönsten, was ich vorher 17 Jahre lang gar nicht gewusst habe, dass es das noch gibt. Ich schmecke die Jahreszeiten wieder. Dann natürlich auch, dass es nicht mehr stinkt, dass man nichts schmeckt, dass die Mitmenschen nicht mehr stört. Ich wollte wegkommen vom Tabak. Und ich habe eine gesündere Alternative, weil ich es immer wieder versucht und habe es nicht geschafft. Und wo das kam, ist, habe ich das Gefühl, das ist die Gelegenheit, jetzt machst du das Ganze einfach gesünder. Keinen Tabakrauch mehr, dafür aber E-Zigarettendampf in die Lunge ziehen. Ist das tatsächlich weniger schädlich? Ein Vergleich. Killer Nummer 1 durchs Rauchen sind die Herz- und Gefäßschäden. Die werden hauptsächlich vom Kohlenmonoxid und zellschädigenden Oxidantien verursacht. Zu einem geringeren Anteil auch durch Nikotin. E-Zigaretten enthalten je nach verdampfter Flüssigkeit höchstens Nikotin. Killer Nummer 2 verursacht durch Zigaretten Krebs. Dutzende aggressiver Inhaltsstoffe im Tabakrauch fördern Krebs in zahlreichen Organen. Manche davon wurden auch im E-Zigarettendampf gefunden, so Formaldehyd, Acetaldehyd, Acrolein, Nickel und Chrom. Die Konzentration dieser Stoffe aber ist im E-Zigarettendampf über 100 Mal geringer. Und schließlich der Killer Nummer 3, chronische Lungenschäden. Eine herkömmliche Zigarette traktiert die Lunge mit rund 4000 Substanzen. Folge: chronische Entzündungen zerstören das Lungengewebe. Auch der Dampf der E-Zigaretten ist nicht frei von Chemie. Propylenglykol, Glycerin, Nikotin und Aromastoffe. Kurzfristig können die Atemwege reizen. Was sie auf Dauer machen, weiß heute niemand. Unbestritten ist jedoch, in E-Zigaretten sind massiv weniger Schadstoffe enthalten. Als Alternative zum Rauchen will sie Lungenexperte Alexander Turk trotzdem nicht willkommen heißen. Wichtig ist, dass sie Leute nicht anfangen zu rauchen. Und dann sollen sie eben mit gar nichts rauchen. Und darum ist es wichtig, dass man gesunde Luft einschnaufen tut und nicht etwas verdampft oder sonst irgendetwas verbrennt und das dann inhalieren. Europaweit soll deshalb das friedliche Dampfen demnächst eingeschränkt werden. Das sorgt für heiße Köpfe in der Bar. Gleichzeitig, wie wir das Liquid verbieten, das vielleicht ein bisschen gefährlich könnte sein, kann man nebenan in jedem Kiosk, in jedem Restaurant, überall kann man erwiesenermaßen tödliche Zigaretten einfach so kaufen. Und gleichzeitig verhindert man natürlich für ganze Haufen Leute, die probieren, vom Tabakrauchen wegzukommen, der Umstieg auf ein weit weniger gefährliches Mittel ihrem Genuss zu frönen. Ja, das macht mich sauer. Ja. Auch striktere Gesetze also werden Sie nicht von Ihrer Entscheidung für die weniger schädliche Rauchvariante abbringen. Herr Kiesling, was sagen Sie an einem Patienten, der zu Ihnen kommt und sagt, er will vom Tabak wegkommen und stattdessen auf die E-Zigaretten umsteigen? Ja, also allererst gratulieren wir mal, dass er den Entschluss gefällt hat, vom Tabak wegzukommen. Und dort probiere ich ihn natürlich zu unterstützen dabei. Möglicherweise kann die E-Zigarette bei dem Patienten jetzt schon grad etwas helfen, aber man darf sich wirklich kein Wunder erwarten. Wenn man dann geschaut hat, also nach 12 Monaten bei welcher Methode sind mehr Leute jetzt nikotinfrei geblieben, dann ist die E-Zigarette nicht besser und nicht schlechter als an die anderen Nikotinersatzmethoden, sagen Sie, also ein Pflaster oder Ketschgummi oder so irgendetwas. Es könnte auch ein Einstieg sein, könnte ich mir jetzt noch vorstellen, dass vielleicht jemand anfängt zu dampfen und nikotinabhängig wird, oder, der vorher gar nicht geraucht hat. Ja, also dass die Verharmlosung, die man da eigentlich ein bisschen macht mit diesen E-Zigaretten, die könnte nach mir auch eine gewisse Gefahr sein. Man hat auch schon
gesehen bei den Befragungen und bei den Studien, dass bis zu 16% von denen, die neue E-Zigaretten gebraucht haben, vorher gar nicht geraucht.